Egal ob für das nächste Pfadilager oder ein mehrtägiges Tracking, der Scout Pack ist auf allen Feldern perfekt Begleiter. Hergestellt wird der Rucksack von Deuter, exklusiv für uns. Aus diesem Grund ist auch vorne ein Zeitlogo drauf. Die Deuter Rucksäcke haben sich seit jeher bewährt. Die Marke gibt es seit 1898 und steht für qualitativ hochwertige und langlebige Produkte. Aus diesem Grund wird auch beim Scout Pack Ripstop Nylon verwendet. Das verhindert, wenn es ein kleines Loch gibt, dass es weiter aufreißt. Zusätzlich ist der Boden noch verstärkt. Der Scout Pack hat verschiedene Fächer. Das Hauptfach, das grösste Fach, dann weiter unter das Bodenfach. Das ist unterteilt. Mit dem Hauptfach kann man lösen, dann ist es ein grosses Fach. Oder auch wieder festmachen, dann hat er die zwei unterteilten Fächer. Wenn ihr den Deckel aufmacht, kommt ihr zum Zugang vom Hauptfach und findet auch noch ein kleines Fächli, das sich eignet, für Wertsachen reinzupacken. Auf der Rückseite des Deckels findet ihr nochmal zusätzlich ein Deckelfach. Vorne habt ihr auch noch die Möglichkeit, Wanderstöcke zu befestigen und findet ihr auch noch das Raincover oder könnt ihr überziehen über den Rucksack, wenn es stark regnet, so wird der Rucksack wasserdicht. Auf der Seite habt ihr einmal die Getränkehalterung, dann habt ihr Riemli für Gepäck anzumachen und nochmal ein Seitenfach. Weiter beim Hüftgurt habt ihr hier zusätzlich auch nochmal ein kleines Fach. Zum Rückensystem. Hier bei diesem Rucksack habt ihr das Vario Quick Rückensystem. Das macht es möglich, die Rückenlänge individuell anzupassen. Ich kann den Klettverschluss lösen und dann durch die vier richtigen Riemli durchziehen, sodass die passende Rückenlänge hat. Bei der Wahl des richtigen Trekkingrucksacks ist es immer wichtig, dass ihr ihn anprobieren könnt. Und das, wenn möglich, mit Gewicht drin, damit ihr wirklich ein authentisches Traggefühl habt. Bevor ihr ihn anlegt, ist es wichtig, dass ihr alle Riemen löst. Wenn ihr ihn auf den Schultern habt, könnt ihr als erstes den Hüftgurt zuziehen. Als nächstes kommen die frontalen Gürtel und am Schluss noch der Brustgurt. Hier auf der Seite habt ihr dann noch auf der Schulter einen Gurt, den ihr könnt anziehen könnt, damit das Gewicht einfach noch näher am Körper ist und es so näher angenehm zum Tragen ist. Hier sieht man jetzt, kommt der Gurt schön über die Schulter und der Hüftgurt sitzt schön auf dem Hüftknochen. So ist es optimal. Für eine längere Tour wird empfohlen, dass man nicht mehr als 25% von seinem Körpergewicht auf dem Rücken trägt. Und da ist es wichtig, dass ihr das Schwerste möglichst schnell am Rücken in der Mitte platziert und die leichteren Gepäckstücke drumherum. Bei diesem Rucksack hier hat er 45 plus 10 Liter Platz drin. Die plus 10 Liter bedeuten, dass ihr hier an diesem Riemen ziehen könnt und so noch höher machen, wenn ihr noch mehr Platz braucht. Und dann wünsche ich euch viel Spass auf eurem nächsten Trekking.